Schade, dass es das gar nicht gibt hier, diese Nachtelfen-Transporter. Kriegsschiffe oder was das war. Ich will ganz kurz bevor wir losmachen. Ah ja, perfekt. Fliegende Nahkampfangriffsbestie. Kann die Fähigkeit Hypogriffenziehung lernen? Kann sie das? Oder hat sie das schon? Weil man konnte. Warte mal, ich teste das mal aus. Na gut, die vielleicht nicht. Sondern die hier. Zeig den Weg. Die können nämlich eigentlich sich da draufsetzen. Los. Fertig. Ihr seid am Voll gelogen. Na gut. Dann nehmen wir die auch noch mit. Und gucken mal, was es draußen auf dem Meer so Feines gibt. Ich muss mal kurz husten. Moment. So, Entschuldigung, ich trinke nämlich gerade nebenbei Orangensaft und da wird der Hals immer so ein bisschen schleimig. Oh Gott. Große Vögel! Greift sie euch! Ja, so ist fein. Tja, einer ist weg. Bleiben noch zwei. Ich hoffe, dass wir da nicht noch mehr Flugüberraschungen erleben, aber wir sind ja im Prinzip hier unten dann schon da, oder? Forschung abgeschlossen. Sollen wir nur hier hin? Unser heiliger Hain wird nicht jetzt? Nee, wir können auch hier durch, aber nee, da kommen wir ja her. Ja, ist kein wirklich großes Meer, ne? Weiß auch nicht. Nehmen die Kollegen hier mal mit einfach. Wir vergeuden hier unsere Zeit. So. Ich denke mal, die Jagd beenden. Wir sollen da lang. Unsere Krieger greifen den Feind an. Wusch. Und wir werden wieder angegriffen. Ach, ist schon wieder erledigt. Ja, wunderbar. Oh, zack. Einmal. Zweimal. Und dreimal. Die Jagd wartet. Ich kann nicht mehr warten. Das ist für ein dickes Vieh, ey. Alter. Hält aber richtig viel aus. Und irgendwie sind gerade die Live-Balken weg. Nein, meine Live-Balken sind weg. Jetzt sehe ich nichts mehr. Die sind. Forschung abgeschlossen. Moment, Gameplay? Immer anzeigen. Ist aber an. Unsere Krieger greifen den Feind und die Goldmine ist weg. Andere haben wir nicht, aber wir haben noch 3000 Gold, das reicht schon. Ah, das ist blöd jetzt. Gut, man sieht es auch hier unten, aber ich bin es halt gewohnt, dass man das im Interface quasi sieht. Macht leider die Thumbnails immer so ein bisschen kaputt, aber ohne das spielt es aber irgendwie doof. Was gerade buggy hier? Naja, egal. Los, geht kaputt. So. Wir gehen mal hier nach links. Hier ist ein großes Tor, das können wir mal umhauen. Weil mir scheint, dass hier jetzt nur Wasser ist, also. Tja, tolles Tor. Egal, wir gehen mal nach links weiter. Ich habe keinen Schimmer, wo wir hin müssen. Hier unten sind ein paar, die können wir mal kaputt machen. Ich heile mal kurz hier mit denen, weil meine Priesterin ist nämlich ein bisschen So. Ansonsten ist ja nichts. Goldmünzen. Ja, was soll ich mit. Warte mal. Natürlich wegen der Goldmine, ne? Wenn ich mal rankommen würde. Wie ist denn das? 500. Oh, gut, das ist schon relativ viel. Und das ist ein Panda. Was? Ein Panda? Pandaren-Braumeister. Ja, ja, geil. Jinto Redwine. Oh, Jinto. Was auch immer der hier zu suchen hat. Die Zeit ist gekommen. So, jetzt nochmal Gold. Aber ich will, ich will eigentlich weiterkommen. Wir müssen uns sputen. Tja, also mehr ist hier nicht, oder? Übersehe ich was? Ist hier ein Tor? Nö, es ist auch Maprand hier. Wir müssen nach oben. Die Frage ist, wie kommen wir denn nach oben? Ah, warte mal. Unser Schiffchen kann ja auch über seichtes Gewässer fahren, ne? Kommen wir denn hier hin? Geht das? Aha, aha, aha. Gut kombiniert, würde ich mal sagen. Ich finde, das ist schon ein bisschen Applaus wert, oder? Nicht? Na gut, dann halt nicht. So, dann heilen wir ihn nochmal. So. Ah, ist aber easy. Und dann würde ich sagen, wir gehen mal nach da. Folgen die Vögelchen? Natürlich nicht. So. Da ist ein Dingens. Sollen wir jetzt. Da wäre ich ja also auch so hingekommen, ne? Ah, wir fahren da schnell durch. Der hatte genug Life, das Schiff. Das geht schon. Ja, alles wird entweiht und angegriffen. Oh Gott. Ah, das ist jetzt ungünstig. Absetzen. Schiff in Sicherheit bringen. So. Ah, die Vögelchen hier, die regeln das schon.
Wie sieht's hier aus? Alles noch gesund? Ich sehe die Live-Balken nicht. Das ist... Okay, das passt. Das passt. War nicht noch eine Armee? Achso, hier unten. Ich bin wach. Ich bin wach. Ja, das ist gut, dass du wach bist. Das passt schon. So, Schiff lebt noch. Hat noch, wie viel Life? Ungefähr die Hälfte. Ach, scheiße. Hab ich nicht aufgepasst. So schnell kann's gehen. Da passt du einmal nicht auf. Mein Vogel ist auch kaputt. Mal heilen. Sie hat einen... Ah, jetzt kann ich das hier... Ja, die Tooltips gehen auch nicht. Irgendwas ist hier total buggy gerade, Freunde. Ich hoffe, das Spiel schmiert es nicht ab. Ah, jetzt Rache. Erzeugt einen mächtigen Avatar, der unverwundbare Geister aus den nebelfindlichen Leichen beschwört, die Feinde des Spiels angreifen. Während Avatar der Rache stirbt, verschwinden die Geister. Aha. Okay, geil. Klingt auf jeden Fall interessant. So, dann gehen wir mal im Zeitlupenmodus zum Tor. Mal ganz kurz das Tor einmal kaputt machen. Sofort. Und dann kümmern wir uns um den Turm. Oh, die nerven aber auch hier. Dann machen wir los. Waffen, so. Einmal den heilen, einmal sich selber. Und Bärenform. So, dann müssen wir sie hier einmal heilen. Machen die Morlocks kaputt. Unsere Krieger greifen den Feind an. Ach, mein Gott, ey. Die sind aber auch zäh, ne, die Kollegen. So. Stirbt gleich. Nein, meine kleine Heiler. Gerechtigkeit wird geschehen. So. Eins, zwei. Dann einmal Gold. Und dann müssen wir tatsächlich mit dem Schiff weiter. Das ist wieder so ein blöder Turm, ne? Ich kann nicht mehr warten. Was ist denn das hier? Kann ich hier durch? Die Schuldigen werden leiden. Ich dachte, man kann da vielleicht durch. Die Zeit ist wirklich blöd gemacht. Tja, Schiff ist schon auf Hälfte. Gut, wir können natürlich jederzeit noch neue ranholen. Das ist nicht das Problem. Ich würde mal ein Adi, also so ein Ersatzschiff uns gleich mal hier herstellen, weil hier ist ja nichts. Ich warte auf euch. So, und wir versuchen mal unser Glück und fahren einfach mal quasi da oben durch, ne? Oder? Ich versuch's einfach mal. Hier ist auf jeden Fall so ein Ding. Botinnenziel. Hauptquest abgeschlossen. Flucht aufs Meer. So, nu? Gebe Elune, dass sie Shando Stormrage rechtzeitig erreicht. Falls nicht, kann nichts Illidan aufhalten. Aha. Also das Schicksal der Welt hängt von einer Botin ab, die nicht angreifen kann und nur heilen. Ich muss ganz kurz überlegen, was es bedeutet, wenn sie auch nur einen einzigen Gegner, egal wie stark er es findet. Okay. So. Was? Interludium. Aha. Offene Rechnungen. Spät an diesem Abend besprechen Malfurion Stormrage und Tyrann de Whispervent im abgelegenen Mondmoor die Folgen der Invasion durch die Legion. Nordrassils Wurzeln scheinen gut zu heilen. Könnte ich das doch auch von Fellwood sagen? Ich fürchte, die Verderbnis der Legion wird den Sumpf auf Dauer zeichnen. Euren Druiden wird etwas einfallen. Vielleicht leihen uns Isera oder Alextrasa ihre... Verzeiht, Shando Stormrage. Priesterin Tyrande. Aber sie bestand darauf, vorgelassen zu werden. Wer seid ihr, Mädchen? Was ist so dringend? Ich bin eine Dienerin der Wächterin Maiev Shadowsong, die geschworen hat, den Verräter Illidan zu jagen. Illidan, so redet doch. Verzeiht, Shando. Aber euer Bruder hat eine dunkle Armee aus dem Meer gehoben und ein mächtiges Dämonenartefakt gestohlen. In diesem Augenblick bekämpft ihn meine Herrin auf den verheerten Inseln. Sie braucht unverzüglich Verstärkung. Ich werde gehen. Ich führe die Wächter selbst dorthin. Nein, meine Liebe. Die Druiden und ich können. Ich habe ihn damals befreit. Und ich trage die Verantwortung. Dann gehen wir beide. Wenn dieses Mädchen die Wahrheit spricht, kann Maiev jede Hilfe brauchen. Ich möchte mal kurz darauf hinweisen, dass Malfurion echt ein verdammt geiles Reittier hat, oder? So ein richtig fetter, weißer Elch? Oder war das ein Elch?
Ich hätte gern so einen Reittier in WoW, muss ich sagen. So einen richtig fetten Elch. Nicht diesen komischen roten Elch, den man irgendwie aus von dem Raid AV bekommt, der auch nicht mal fliegen kann, by the way. Sondern richtig fetten, geilen Elch. Egal, Kapitel 5, Gleichgewicht der Kräfte. Am nächsten Tag versuchen Maeve und ihre Beobachterin an den Küsten der verheerten Inseln die Front gegen Illidans letzten Angriff zu halten. Bleibt standhaft, meine Kriegerin. So die Göttin es will, wird Shando Stormrage kommen. Wir sind sicher gelandet, aber ein paar unserer Schiffe könnten auf den vorgelagerten Inseln auf Grund gelaufen sein. Mir missfällt, dass Teile unserer Streitmacht zurückbleiben, aber wir haben einfach keine Zeit zu warten. Meine Eulen sind bereits unterwegs und haben Majevs Standort erspäht. Sie und ihre Truppen werden angegriffen, aber wir müssen den Dschungel durchqueren, um zu ihr zu gelangen. Vielleicht hilft Naturgewalt beim Vorankommen. Wir sollten uns beeilen. Ich bezweifle, dass Majevs Truppen noch lange durchhalten. So. Ah, geil. Hier, jetzt können wir uns das Reiten nochmal richtig angucken. Warte mal. Für Kalimdor. Na gut, wenn man genau hinsieht, ist er doch gar nicht so geil. Es aber, also, man kann sich zumindest vorstellen, dass er ziemlich geil ist. So, was ist das hier? Entschuldigung, Naturgewalt, ja, na gut. Da hochschicken brauchen wir jetzt nicht, die gehen eh weg automatisch. So, wir müssen jetzt Maeves Bedrängnis, Schützpunkt erreichen und Tyrande und Malfur müssen überleben. Okay. Unsere Krieger greifen den Feind an. Auch hier möchte ich nochmal darauf hinweisen, falls es irgendwie entgangen ist, also diese Kampagnen-Quest quasi heißt Gleichgewicht der Kräfte. Na? Bei wem klingelt's da auch? Unser heiliger Heim wird entweiht. Was? Achso. Wir müssen uns beeilen und Majev retten. Ja, ich würde ja gerne, aber mein Spiel wurde gerade minimiert. Was will Gigabyte von mir? Nein? Das sind keine Kopfhörer, das ist mein Handy, was ich zum Laden vor ungefähr einer Stunde angesteckt habe. Oder vor anderthalb Stunden. Moment. Ah, geht wieder. Okay. Ja, das war meine Soundkarte. Sorry. Die denkt immer, mein iPhone wäre neue Kopfhörer. So. Ich weiß nicht, aber sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Elende Nachtelfen. Wir sind die Naga. Wir sind die Zukunft. Ihr seid gleich tot. So sieht's auch aus. Oh nein, die ist auch gleich tot. Warte mal. Heilen. Okay. Dann halt nicht, aber die können wir heilen. Die kriegen zu viel Schaden immer. Was ist so ein kleiner Popel, den sie da schießt? Kleiner Günther Kackpopel. Macht irgendwie 30% Life weg. Was ist denn das immer? Die hätten das machen sollen, dass diese Verjüngung auch automatisch irgendwie gezaubert wird. Oh, voll doof, dass man da hin her switchen muss. So, Goldmünzen, ja, supi. Wir müssen schnell sein, ne? Weil die Base wird wahrscheinlich immer stärker angegriffen. Und ich will jetzt hin. Dann lauf doch. Die hängt hier fest. Ah, jetzt. Guten Morgen, die Herrschaften. Wir müssen irgendwie hier rechts durch. Ah, ganz viel Gold. Das ist ja toll. Oh Gott. Ein Hinterhalt. Ach Mist, das geht ja wieder nicht, ne? Musst du wieder Bäume für fällen? Verjüngung. Nein, nicht sterben. Oh, das war knapp. Mein Weg ist frei. Ah, hier ist noch ein Item. Eine Mana-Rolle. Okay. Sofort. Das gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller. Mein Weg ist frei. Entschuldigung. So, dann geht's. Wo geht's weiter? Nach oben oder nach unten? Hä? Warte mal. Sag bloß, wir hätten die ganze Zeit einfach rechts gehen müssen. Weil hier ist über. Ah, nee, warte mal. Stimmt, der hat da vorhin uns den Tipp gegeben. Wir sollen doch mal hier Bäume fällen. Vielleicht kommt wieder Greenpeace um die Ecke. Ach so. Ach, na toll. Was bedroht diese Länder? Na komm, dann holen wir uns das mal. Proviant, noch ein Proviant. Und zwei Items. Reif des Adels und schwacher Aufführungstrank. Regeneriert, bla bla bla. Okay. Mhm. So, hält denn unsere Base hier noch stand? Naja, so halb und halb, ne? Ich pumpe mal ein paar Einheiten hin. Keine Bogenschützen hier. Haben wir noch was zum Bauen? Wir könnten eigentlich mal. Ein Holz organisieren, ne? Achso, wir haben schon welche.
Dann baue ich aber noch ein paar Türme gleich. So. Auch ein Vorliegend Intelligenz. Tja, hat nicht viel gebracht, sich da durchzuwursteln. Geht's denn hier irgendwo weiter? Achso, hier. Ah. Ja, man sieht manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht, deswegen können wir die auch abholzen. Genau daher kommt noch dieses Sprichwort. Das hat sich nämlich Blizzard ausgedacht oder ein Spieler, der ein Blizzard-Spiel gespielt hat, der hat sich gedacht, Mensch, wenn man die Bäume wegmacht, sieht man mehr. Also umgekehrt, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Oder so ähnlich. Oh nein, nicht sterben. Nein. Dieses Land und ich sind eins. Ja, hau nur wieder ihn. Immer auf die Verletzten, so. Und was machen die hier oben eigentlich? Tanzen erstmal eine Runde. So. Dann haben wir hier, genau, Bäumchen bauen. Einfach ein bisschen eintauern, ne? Das ist immer das Beste. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, einfach eintauern. Und dann passt es alles schon. So. Ah. Wie ich vermutete, unsere Schiffe sind hier auf Grund gelaufen. Die speziellen Verbündeten, die ich von Ashenvale mitbrachte, sollten hier in der Nähe sein. Spezielle Verbündete? Sucht einfach weiter. Ihr erkennt sie, wenn ihr sie seht.